Also guten Morgen an Sie alle und herzlich willkommen beim nächsten Pressbriefing des Science Media Center. Dieses Mal wollen wir über die neue RSV-Prävention reden, die uns für diesen Herbst und Winter ja erstmal auf dem Papier bereitsteht. Ob sie verimpft wird oder wie sie verabreicht wird, darüber werden wir gleich noch bestimmt sprechen. Wir wollen halt über Wirksamkeit sprechen, über die Sicherheit und eben über den Einsatz. Darf mich auch kurz vorstellen. Mein Name ist Philipp Jakobs. Ich bin ja Redakteur für Medizin und Lebenswissenschaften beim SMC. Und zum Panel komme ich natürlich gleich noch. Vielleicht noch etwas kurz vorweg. Wir haben in diesem Herbst und Winter mit Abrivio und Arexvi eben erstmals Impfstoffe gegen das respiratorische Syncytialvirus. Abrivio ist für Schwangere sogar vorgesehen in Form einer sogenannten maternalen Impfung und die den Schutz, quasi den Antikörperschutz über die Mutter an den Säugling weitergeben. Zusätzlich ist der Impfstoff aber auch für Personen ab 60 Jahren geeignet. Und mit Arexvi werden wir ebenfalls einen Impfstoff für diese Altersgruppe haben, wohl aber nicht für die Schwangeren. Und wir haben natürlich immer noch einen neuen monoklonalen Antikörper, der sich auch noch in die Reihe der neuen Mittel gesellt mit Beyfortus, der ebenfalls für Säuglinge geeignet ist, für deren erste RSV-Saison, um sie da besser zu schützen. Der Bedarf an solchen Immunisierungen ist ja relativ groß, wie wir auch vergangenes Jahr im Winter stark gesehen haben, bei einer besonders starken RSV-Welle mal wieder. Es ist die Hauptursache für Krankenhaus oder mit einer der Hauptursachen für Krankenhausaufenthalte bei Säuglingen, und auch immunsupprimierte und ältere Menschen können relativ schwere Atemwegsinfekte durch ein RSV-Virus bekommen. Es ist allerdings so, dass die Mittel alle schon von der EU-Kommission zugelassen sind, aber es fehlt eine entsprechende Empfehlung der Ständigen Impfkommission noch, zumindest für diesen Herbst und Winter. Darüber wollen wir gleich natürlich auch sprechen und wir wollen halt einfach diskutieren, inwiefern diese Mittel schon eingesetzt werden könnten, wie wirksam und sicher sie sind. Und wir möchten natürlich all Ihre Fragen auch da draußen beantworten, die Sie haben. Die können Sie natürlich wie immer bei uns im Frage-Antwort-Tool unten stellen, einfach reintippen und die Kollegin von mir sammelt die im Hintergrund und reicht sie dann an mich weiter und wir verteilen die an die Experten, je nachdem, an wen Sie die gerichtet haben wollen. Und wie immer, Sie kennen das, das Transkript und das Video zu diesem Pressbriefing fertigen wir so schnell wie möglich an. Das können Sie dann relativ schnell innerhalb von 1 bis 2 Tagen spätestens abrufen, durchlesen, angucken, was auch immer da in den Wochen war. Dann gerne zu unserem Panel natürlich. Ich darf vorstellen, Professor Dr. Volke Brinkmann, Leiterin der Sektion Pädiatrische Pneumologie und an der Klinik für Kinder- und Jugendmedizin am Universitätsklinikum Schleswig-Holstein. Guten Morgen, Frau Brinkmann. Professor Dr. Bernhard Resch, stellvertretender Leiter der klinischen Abteilung für Neonatologie und Forschungseinheit für neonatale Infektionserkrankungen, Epidemiologie an der Medizinischen Universität Graz in Österreich. Hallo, Herr Resch, langer Titel. Guten Morgen. Und Herr Professor Dr. Klaus Überler, Direktor des Virologischen Instituts am Universitätsklinikum Erlangen und Sprecher der STIKO-Arbeitsgruppe respiratorische Syncytialvirus. Hallo, Herr Überler. Guten Morgen, Herr Jakobs. Herr Überler, ich würde ganz gerne mit Ihnen direkt auch starten und könnten wir vielleicht noch mal einen ganz kurzen kleinen Crashkurs zum Thema RS-Viren machen. Was sind das überhaupt für Viren und was unterscheidet sie vielleicht besonders von anderen Atemwegserregern? Ja, also das respiratorische Syncytialvirus gehört zu einer Virusfamilie, die generell sehr effizient über die Atemwege übertragen werden. Das Masernvirus gehört dazu, die Parainfluenza-Viren gehören zu dieser Virusfamilie. Und das respiratorische Syncytialvirus selbst kommt jetzt in zwei Typen, RSVA und RSVB letztlich vor, wobei die hinsichtlich der Klinik und Pathogenese jetzt nicht wirklich differenziert werden müssen. Und die Impfstoffe und die Antikörper, die wir jetzt haben, sind auch gegen beide Stämme letztlich wirksam. Hinsichtlich von der Influenza unterscheidet sich das RSV-Virus zunächst mal dadurch, dass nur der Mensch Wirt dieser RSV-Viren letztlich ist, während bei der Influenza eben auch tierische Wirte letztlich es gibt. Und dementsprechend ist auch das RSV-Virus genetisch sehr stabil. Das heißt, im Unterschied zur Influenza treten jetzt nicht immer neue Varianten auf, sondern wir haben es mit diesen zwei Typen zu tun und diese zwei Typen führen dann immer wieder zu Infektionen. Da ist es eben auch so, dass eine durchgemachte RSV-Infektion nicht vor nachfolgenden Infektionen schützt. Die nachfolgenden Infektionen sind dann aber im Allgemeinen leicht. Das führt dazu, dass wir uns eben in unserem Leben immer wieder mit dem respiratorischen Syncytialvirus Bekanntschaft machen. Und dann gibt es eben zwei besonders vulnerable Lebensphasen. Das sind eben die Säuglinge und Kinder unter 2 Jahren und dann eben die über 60- oder über 70-Jährigen.
Alles klar, vielen Dank, Herr Überle. Herr Resch, Sie sind ja auch Epidemiologe und deswegen würde ich Sie ganz gerne mal fragen, dass Sie so einen kleinen Abriss nochmal machen. Wie oft erkranken eigentlich welche Personengruppen jährlich, wie auch immer, an RSV? Das hat der Überle gerade schon mal kurz angedeutet, aber können Sie vielleicht mal kurz ein bisschen einfach sagen, wer erkrankt wie schwer und wann und wo, warum? Die schwersten Erkrankungen haben sicherlich die Säuglinge unter 6 Monaten. Das sind die Hochrisikokinder und die Kinder, die zu früh geboren sind, wo noch dazu kommt, dass sie kleine Lungen und kleine Atemwege haben und damit mit Schleimhautschwellung, Muskelkontraktion der Atemwege besonders schwer erkranken. Wir sprechen hier von der Bronchiolitis. Wiederkehrende Infektionen, wie schon gesagt worden ist, verlaufen deutlich milder ab, vor allem bei Kindern dann über 2 Jahren. Und man kann sagen, dass mit dem dritten Lebensjahr jedes Kind mit dem RS-Virus Bekanntschaft gemacht hat. Also vulnerable Lunge, neonataler Intensivaufenthalt, vorgeschädigte chronische Lungenerkrankung, Herzfehlerpatienten, das sind so die Hauptrisikogruppe für schwere Infektionen im jungen Alter. Auch Frühgeborene und immunsupprimierte und neuromuskuläre erkrankte Kinder können auch im zweiten Lebensjahr noch eine schwere RS-Virus-Infektion mit Hospitalisierung erleiden. Können Sie auch mal ganz kurz nochmal skizzieren? Wir hatten es, wie gesagt, im letzten Jahr besonders krass mit den RS-Wellen, aber wie stark ist das Gesundheitssystem, gefährdet jetzt vielleicht nicht, aber wie stark wird es beansprucht bei so besonders starken RS-Wellen, also vor allem in der Pädiatrie natürlich? Also man kann sagen, es ist ja eine saisonale Infektion, die bei uns in der westlichen Welt zwischen Oktober und November beginnt und März, April ausklingt und den Höhepunkt im Jänner, Februar meistens hat. So zeigt sich das bei uns und das ist nicht so unterschiedlich zu den anderen europäischen Ländern. Da kommt es zu massiven Ansteigen von RS-Virus-Erkrankten, sodass Krankenhäuser wie unsere Kinderklinik völlig an den Rand des Potenzials an Betten kommen, dass wir Kinder am Gang behandeln müssen, dass die Ambulanz voll ist. Wir haben in 24 Stunden über 200 Patientenvorstellungen im Winter, davon Husten und Keuchen und Wiesen und Giemen und Atmen schwer, der Großteil der Kinder mit respiratorischen Infekten. Also dieses Szenario, das erleben auch die deutschen Kollegen in ihren Spitälern, ist wirklich ein schlimmes und es hat die Zahl nach der Covid-Pandemie, nach den ersten Hygienemaßnahmen gegen Covid, ist das RS-Virus ja ganz verschwunden gewesen, weil wir uns geschützt haben und kein enger Kontakt entstanden ist und damit das Virus nicht weitergegeben worden ist. Danach kam es zu einem massiven Anstieg. Wobei wir untersucht haben, ob auch die Schwere dieser Infektionen größer geworden ist. Das ist es nicht, wenn man das misst an der Dauer des Intensivaufenthaltes und an der Intensivpflichtigkeit und Beatmungspflichtigkeit der Kinder. Aber die Zahlen sind massiv angestiegen und man konnte dem im klassischen Spitalsgesundheitssystem kaum mehr Herr werden. Da vielleicht eine Nachfrage, wo Sie es gerade schon mal erwähnt haben, würden Sie grundsätzlich für in irgendeiner Form, sagen wir mal, Empfehlungen plädieren? Grundsätzlich, also für Kinder wird es natürlich schwierig sein, aber dieses Maske tragen und diese Maßnahmen, über das diskutieren wir ja immer wieder. Es wird natürlich nie wieder eine Pflicht in der Form geben, aber wäre es schlau, bei bestimmten besonders starken Erkältungswellen vermehrt darauf zu setzen und zu empfehlen? Also, wie gesagt, die Pflicht jetzt mal ausgenommen, das wird es nicht mehr geben wahrscheinlich, aber die Empfehlung ist Eine vielleicht eine andere Sache. Empfehlung kann man auf jeden Fall aussprechen und ist absolut sinnvoll. Leider ist das Maskentragen ein Stigma geworden, politisch nicht mehr beliebt. Und ich glaube, dass die Bevölkerung völlig hysterisch reagieren würde, wenn wir das deutlich empfehlen, den kleinen Kindern und auch den Erwachsenen, die husten und die stecken ja dann mit dem direkten Kontakt, nachdem sie mit den Kleinkindern eng zusammen sind, diese an. Die Empfehlung wäre absolut sinnvoll. Händedesinfektion, Hände waschen, auch eine ganz wichtige Maßnahme, weil es ja durch den direkten Kontakt auch zum Großteil übertragen wird.
Distanz hat man ja in den ersten Studien gesehen, über 2 Meter schützt ja schon vor der Erkrankung, weil es nicht so weit mit Tröpfcheninfektion übertragen wird. Also das würde absolut Sinn machen, aber ich glaube, da gibt es schon Umfragen bezüglich Maske, ist das ein No-Go. Asiatische Zustände sind nicht erwünscht. Ich sage das jetzt so flapsig ein bisschen. Okay, super, vielen Dank. Wir kommen sicherlich gleich nochmal drauf zurück. Ich möchte natürlich gerne auch Frau Brinkmann noch mit ins Boot holen zum Start erstmal. Und Frau Brinkmann, Sie haben es, oder wir haben es eben schon mal kurz angesprochen, es gibt ja schon eine gewisse zaghafte Therapie gegen RSV. Es gibt schon einen monoklonalen Antikörper, der hauptsächlich gegen für Risikokinder geeignet ist oder auch da nur benutzt wird. Aber können Sie vielleicht einfach mal kurz ein bisschen skizzieren, wie behandelt man heutzutage eigentlich RSV? Was kann man eigentlich machen und wie läuft das bisher ab? Also für die allermeisten gesunden neugeborenen Kinder oder kleinen Säuglinge und natürlich auch für den Rest der Bevölkerung gibt es ja außer den jetzt gerade erwähnten Schutzmaßnahmen, die wir aus der Pandemie bestens kennen, keine spezifische vorbeugende Behandlung. Das heißt, jeder ist dem Virus in der Saison irgendwann ausgesetzt und die allermeisten, hatten wir gerade ja auch schon gehört, erkranken zum Glück nur leicht. Auch von den Säuglingen ja zum Glück die allermeisten. Dieser kleine Teil, der schwerer erkrankt, wird, wir nennen das symptomatisch behandelt. Das heißt, die Beschwerden bestimmen eigentlich, wie wir behandeln. Und da gibt es ein paar Dinge, die helfen können. Ganz einfache Dinge, wie wenn gerade bei den Säuglingen die Nase sehr verstopft ist, dass man die mit Nasentropfen befreit, sodass die besser Luft bekommen, besser trinken können. Wenn die Kinder sehr viel Zehen, Schleim in der Lunge entwickeln, helfen bei einigen auch Inhalationsbehandlungen, nicht bei allen. Und die, die schwerer betroffen sind, müssen dann doch vielleicht ins Krankenhaus und brauchen dann zusätzlichen Sauerstoff, um eben über diese ersten schweren Tage zu kommen. Das ist die Behandlung, die wir im Moment bei den allermeisten Kindern durchführen. Und für die ganz wenigen Frühgeborenen oder eben durch Grunderkrankungen besonders gefährdeten haben wir diesen eben erwähnten monoklonalen Antikörper Palivizumab, der seit 1998 zugelassen ist und der verhindert, wenn man ihn alle 4 Wochen spritzt, den muss man eben tatsächlich spritzen und kann den nicht schlucken oder anders in den Körper bringen, dass bei einer Virusinfektion die Viruszellen andocken können an die Atemwegszellen und diese Atemwegszellen infizieren und schützt eben damit auch vor einer RS-Infektion. Bei diesem monoklonalen Antikörper, also Sie haben es gerade schon mal angesprochen mit dem viel Spritzen, also also ich frage es aus der Kliniksicht, wie handhabbar ist der jetzt letztlich eigentlich? Also wird er viel benutzt, selbst auch bei Risikokindern, oder ist er eigentlich zaghaft im Gebrauch? Nee, bei den Kindern, die wirklich sehr gefährdet sind, also bei den kleinen Frühgeborenen, bei den Kindern mit schweren Herzfehlern, mit schwersten Lungenerkrankungen, zum Beispiel aufgrund einer Frühgeburtlichkeit, wird der schon verwendet und der wirkt gut, der schützt gut, aber nur, wenn man ihn regelmäßig eben alle 4 Wochen in der Saison, die ja erfahrungsgemäß zumindest früher mal im Oktober begann und so ungefähr bis Ende März, Anfang April dauerte, spritzt in den Muskel und das muss man entsprechend des Körpergewichts dosieren und das ist natürlich für die Kinder und für die Familien durchaus auch eine Belastung. Okay, vielen Dank. Dann lassen wir uns doch gerne einfach mal zu den neuen Impfstoffen oder zu den neuen Mittelchen kommen, die uns jetzt bald zur Verfügung stehen. Frau Brinkmann, wir machen einfach gerne mit Ihnen erstmal weiter. Und zwar, wir haben ja mit Pfizer jetzt den, also ob er jetzt auf dem Markt verfügbar ist, können wir gleich nochmal drüber reden, aber es gibt diesen neuen maternalen Impfstoff von Pfizer, der eben für die schwangere Frau gedacht ist, die den Schutz dann als Kind weitergibt, aber auch eben für Ältere vorgesehen ist. Können Sie vielleicht einfach mal kurz so aus Ihrer Sicht, was Sie schon gesehen haben, sagen, wie bewerten Sie so Schutzwirkung dieses maternalen Impfstoffs und vielleicht auch dann aus der Kliniksicht natürlich direkt auch da die Frage, wie handhabbar sind diese maternalen Impfstoffe? Letztlich ist es wahrscheinlich nicht Sie, sondern sind die Gynäkologen natürlich vielleicht eher, die da ein bisschen drauf gehen, aber vielleicht erstmal aus kinderärztlicher Sicht. Genau, sicher auch Herr Überler, so ein bisschen noch für die Hintergründe. Die Idee ist ja eigentlich bestechend, dass man sagt, in der Schwangerschaft impft man die Mütter und wenn die Mütter gegen einen Erreger Antikörper haben, geben die den über das Nabelschnurblut, über die Plazenta eben dann ihren Kindern weiter und die Kinder sind dann die ersten Monate, die sie auf der Welt sind, dadurch geschützt, eigentlich gerade in der Zeit, wo sie am gefährdetsten wären. Das ist etwas, was uns vom Prinzip natürlich sehr, sehr gut gefällt.
Und was für viele Erreger ja auch gut funktioniert, das ist bei Grippeimpfungen, Influenzaimpfungen so, dass das gut funktioniert. Das ist bei Pertussis, bei Keuchhusten so, dass das gut funktioniert. Und diese Antikörper dann eben für die ersten 3 bis, Klammer auf, 6 Monate tatsächlich für die Kinder einen guten Schutz auch bieten können. Bei dem RSV-Impfstoff ist es auch so, dass die Mütter nach einer Impfung in der Schwangerschaft dann eben Antikörper bilden und diese Antikörper weitergeben an die Kinder. Das kann man auch gut sehen. Und dass die Kinder, die jetzt untersucht worden sind, das sind jetzt ungefähr 3.500 Schwangere in dieser einen Untersuchung geimpft worden, dann auch geschützt sind vor schweren Infektionen. Das hat man über ein halbes Jahr, also den Zeitraum, den man ja auch abdecken möchte, nachverfolgt und hat gesehen, dass für die ersten 3 Monate etwas über 70% der Kinder ganz gut geschützt sind. Dann nach einem halben Jahr lässt der Schutz etwas nach. Da waren es dann noch, ich glaube, 57%, die da geschützt waren vor schweren Infektionen. Der Schutz vor jeglicher Infektion war etwas geringer. Also man sieht eine Schutzwirkung, die ist noch nicht ganz so perfekt, wie man sie sich wünschen würde, aber das Prinzip funktioniert dort natürlich auch. Das gibt ja 2 Impfstoffe, die erprobt worden sind bei Schwangeren. Bei dem anderen Impfstoff, der erprobt worden ist, war ein bisschen die Sorge, dass es etwas mehr Frühgeburten gegeben haben könnte. Das ist jetzt der Impfstoff, der ja im Augenblick nur für die älteren Erwachsenen dann eben auch zugelassen ist. Bei dem Abrysu, bei dem Impfstoff, der jetzt für die Schwangeren zugelassen ist, hat man das aber nicht in relevanter Zahl sehen können. Das heißt, nach allem, was wir wissen, ist er wahrscheinlich sicher und er ist wirksam, vielleicht noch nicht ganz so optimal wie gewünscht. Aber das, wenn man es vergleicht mit anderen Impfstoffen, die man Schwangeren in der Schwangerschaft mit der gleichen Idee verabreicht, sind die auch nicht alle unbedingt viel besser von der Wirksamkeit. Also es ist eine Option, ist vielleicht noch nicht für diese Saison eine Option, aber könnte eine Option werden. Genau, zur Verabreichung in dieser Saison kommen wir gleich noch. Herr Überler, ich würde diese Frühgeburtenfrage gerne mal auch kurz zu Ihnen nochmal spielen, so ein bisschen natürlich auch aus STIKO-Sicht. Sie sind jetzt nicht offiziell alles STIKO, natürlich, klar, weiß ich auch, aber Sie sind nun mal drin. Und Sie müssen natürlich die Daten auch bewerten, die so da sind. Und da nochmal vielleicht diese Frühgeburtenfrage, insbesondere mit der Patientengröße, die wir oder Probandengröße, die wir eben hatten, da ein starkes Sicherheitssignal rauszulesen, ist natürlich auch einfach schwierig. Da braucht man natürlich eigentlich sehr viel mehr Leute für. Deswegen vielleicht so einfach zur Einschätzung, was man gesehen hat und Also zunächst erstmal von der Wirksamkeit her ist es wirklich ein toller Impfstoff, hätte ich nicht so in dem Ausmaß erwartet. Und insofern ist da schon die Hoffnung da, dass wir hier eine gute Einsatzmöglichkeit für diesen Impfstoff dann auch finden und auch etablieren können. Hinsichtlich der Frühgeburtlichkeit, die ursprünglich auch für einen Impfstoff für einen Impfstoff von der anderen Firma letztlich hier beobachtet wurde. Diese Frühgeburtlichkeit findet sich tendenziell auch wieder bei dem Abrysvo. Das heißt, auch da gibt es etwas mehr Frühgeburten in der Vakzingruppe als in der Placebo-Gruppe. Das ist statistisch nicht signifikant. Das muss man dazu sagen. Und wenn man jetzt im Prinzip aber weiß, dass der vorangegangene Impfstoff letztlich sehr ähnlich zu dem Abrysvo war, dann stellt sich natürlich schon die Frage, woher diese Frühgeburtlichkeit letztlich kommen könnte, wenn sie denn wirklich besteht. Und das führt halt noch zu einer gewissen Unsicherheit in der ganzen Situation und macht es eben jetzt schwierig, anhand der bisher geimpften Schwangeren das letztlich abschließend zu bewerten. Und die beide Impfstoffe sind eben über ein sehr ähnliches Verfahren hergestellt, sind von der Zusammensetzung praktisch sehr, sehr ähnlich. Und es kann natürlich genauso gut sein, dass das jetzt zufällige Beobachtungen sind, was auch im Prinzip klar ist, dass dieses Sicherheitssignal in der ersten Studie auch nur in
Ländern von Low- and Middle-Income-Countries, wie sie im Angelsächsischen letztlich heißen, beobachtet wurde. In den Teilnehmern aus Europa und Nordamerika wurde dieses Sicherheitssignal nicht beobachtet. Aber es gibt im Moment eben keine gute Erklärung für dieses Sicherheitssignal. Und das macht es ein bisschen schwierig, jetzt generell diesen Impfstoff für alle Schwangeren zu empfehlen. Ja, vielen Dank. Rich, möchten Sie noch ergänzen? Ist ein heikles Thema mit den Frühgeburten. Also gerne natürlich auch Ihre Sicht dazu. Ja, das Problem ist einerseits dieses gewisse Sicherheitsmakel oder Sicherheitslücke. Auf der anderen Seite, wir schützen ja durch die Impfung nur die reifen Kinder, weil selbst bei den Late Preterms, 34 bis 36 Wochen, haben wir noch zu wenig Antikörpertransfer über die Plazenta. Der Großteil der Erkrankten sind natürlich die jungen, reifen, gesunden Säuglinge und ungefähr 1 bis 2% dieser Kohorte werden jährlich hospitalisiert wegen RS-Virus. Ein anderer Punkt, den man auch sagen muss, es gibt jetzt einige Möglichkeiten zu impfen, aber wir haben in Österreich eine insgesamt schon ganz niedrige Influenza-Impfrate und kaum eine Bereitschaft, die Schwangere im letzten Trimenon zu impfen. Das ist auch ein Problem. Und wahrscheinlich macht es am meisten Sinn, nachdem weder der monoklonale Antikörper zu 100% schützt, noch die Impfung zu 100% schützt, dieses zu kombinieren. Also eine Impfung der Mutter und dann noch vielleicht einen monoklonalen Antikörper, um eine ganze Saison von 5 bis 6 Monaten gut zu überstehen. Das wird nicht leicht und wie man das implementiert, ist noch eine große Frage. Wer führt es durch, wann, wie früh, wenn man an den neuen monoklonalen Antikörper denkt, müsste man denn ja, weil oft schon ein Gipfel in den ersten 4 bis 6 Wochen zu beobachten ist, an schweren Erkrankungen gleich nach der Geburt im Wochenbett machen. Das ist logistisch ganz schwierig. Bisherige Prophylaxe mit Palivizumab war beim niedergelassenen Kinderarzt über die Saison mit 5 Injektionen. Also da stehen viele Fragen uns noch ins Haus, die zu beantworten sind. Herr Überler, klar, Ja, gerne. ich wollte vor allem noch ergänzen, was Sie jetzt auch, Herr Resch, gerade noch angesprochen hat. Ich glaube, aus der Kombination dieser beiden Präventionsmaßnahmen ergibt sich dann durchaus ein Potenzial, dass man eben auf der anderen Seite möglicherweise erst später, wie bisher in der Schwangerschaft, letztlich die Aktivimpfung letztlich der Schwangeren durchführt und dann die Kinder, die zu früh dann geboren werden, dass man denen dann eben mit Nirsevimab letztlich über die Saison hilft. Das wäre so eine Möglichkeit, wie man aus der Kombination dieser Präventionsmaßnahmen letztlich dann eine sehr gute Lösung für die Bevölkerung letztlich dann stricken kann. Aber das sind eben Sachen, die man eben jetzt auch erst noch weiter auswerten muss. Dann vielleicht noch, wenn wir auf das Thema STIKO vielleicht auch dann nochmal direkt zu sprechen kommen. Wie gesagt, es gibt diese Empfehlung jetzt noch nicht, was Impfstoff anbelangt und halt Antikörper anbelangt. Jetzt könnte es so sein, Beyfortus wird vielleicht für Risikokinder ja dann auch nur verabreicht werden können. Für alle anderen, wo es ja eventuell auch möglich wäre, stelle ich mir so vor, wenn das jetzt ein Elternteil machen wollen würde. Also ich spiele jetzt mal rum, ich kriege jetzt ein Kind und möchte das gerne machen, dann klingt das so ein bisschen nach Selbstzahler momentan, wenn man es machen wollen würde. Oder wie sehen Sie so quasi die Praxis jetzt für diesen Herbst und Winter? Also gerne Überla und dann natürlich auch die anderen Kollegen. Ja, es ist sicherlich so, dass die, oder es hängt dann von den Krankenkassen ab, ob sie das übernehmen wollen oder nicht. Prinzipiell haben die Krankenkassen die Möglichkeit, das zu übernehmen. Für uns ist es eben wichtig, dass wir erstmal alle verfügbaren Daten zur Sicherheit und Wirksamkeit der verschiedenen Präventionsmaßnahmen letztlich erheben, vergleichen und dann eben mit einer besten Lösung letztlich für die Bevölkerung dann die Empfehlung aussprechen. Aber ich gebe Ihnen recht, im Moment wird es vermutlich hauptsächlich zur Anwendung des Antikörpers bei Risikokindern kommen. Die haben ja auch den größten Benefit von diesen Antikörpern und daraus lernen wir natürlich auch zusätzlich, was die Sicherheit dieser Impfstoffe dann aus Beobachtungsstudien betrifft.
Vielleicht dann direkte Frage an die beiden Kliniker. Also, ich stelle mir jetzt gerade, also, Sie haben jetzt quasi die Impfstoffe, die liegen Ihnen jetzt quasi vor die Füße, aber es gibt diese Empfehlung noch nicht. Also, ist das jetzt schlimm oder würden Sie trotzdem sogar auch darauf setzen, manchen Eltern das zu empfehlen, obwohl es diese Empfehlung voraussichtlich in diesem Herbst und Winter noch nicht geben wird? Also, einfach vielleicht aus der Kliniksicht, wie gehen Sie jetzt vor allem auch mit den Impfstoffen und dem neuen Antikörper um? Also, gerne Frau Brinkmann und dann Herr Resch, ja. Also der Antikörper, der neue Antikörper ist ja zugelassen und geprüft. Das heißt, man kann den ja in der Indikation jetzt auch verwenden. Und er ist jetzt sogar auch erhältlich. Das war doch die dritte Voraussetzung, von der wir noch nicht ganz genau wussten, ob wir sie jetzt schon erleben in diesem Herbst. Und damit gibt es jetzt sicher auch die ersten, die in der Indikation damit geimpft werden in den Kliniken. Wie weit das flächendeckend schon umsetzbar ist, das hat ja auch so ein bisschen noch logistische und andere Gründe. Ja, klar, Herr Resch. Ja. Es ist eine spannende Sache. Prinzipiell ist ja gedacht, dass Nirsevimab, das mit einem Kampfpreis von 300 Euro auf den Markt kommt, allen Kindern zugutekommen zu lassen. Synagis, Palivizumab, kostete ja die 100 Milligramm Ampulle 1000 Euro und ungefähr 5000 Euro, somit die ganze Prophylaxe. Und ich erinnere mich, wie Palivizumab eingeführt wurde, haben mich manche Eltern gefragt, ob sie das ihrem reifen Kind zukommen lassen sollen. Und da habe ich gesagt, diese 5000 Euro sind zu viel. Das ist für die Risikokinder und es schützt auch nicht zu 100%. Das ist weiterhin die Tatsache, dass es nicht zu 100% schützt. Aber die Idee von den langwirksamen monoklonalen Antikörpern Nirsevimab bei Fortus ist schon, dass alle Kinder das wie eine Impfung, obwohl es eine passive Immunisierung ist, über den ersten Winter zukommen zu lassen. Und ich hätte persönlich keine Bedenken, obwohl noch einige Fragen offen sind. Zu Beginn der Saison gebe ich ohne viel nachzudenken, den langwirksamen Antikörper gegen Ende der Saison frage ich mich, ob das noch geschickt ist und gescheit ist. Wie das Kind dann in der zweiten Saison dasteht, wenn es spät den Antikörper bekommen hat und wie dann die zweite Saison verläuft, das sind noch offene Fragen. Prinzipiell sollte es so sein, dass wenn die Kinder größer werden, das gleiche Phänomen eintritt, dass sie geringere und nicht so schwerwiegende Infektionen haben. Und mit der Überbrückung über den ersten Winter das im Prinzip geschafft haben. Aber es ist schon noch spannend, die Detailfragen zu sehen und zu beobachten, sodass es uns in den verschiedenen Gremien, wo wir schon diskutieren über Guidelines, noch einige Fragen immer wieder offen bleiben. Trotz der Studien, die uns ein großes Sicherheitsprofil präsentieren. Vielen Dank. Wir haben schon noch ein paar Journalistenfragen bekommen. Die eine stößt gleich das Thema STIKO-Empfehlung nochmal an. Da würde ich aber direkt vielleicht Herr Resch auch mal ganz kurz nochmal Sie aus Österreich fragen. Wie sieht das bei Ihnen eigentlich mit Empfehlungen aus von Ihren örtlichen Impfempfehlungen oder Impfbehörden? Ist da in diesem Herbst mit was zu rechnen oder ist das bei Ihnen auch eher? Ich glaube nicht. Soweit ich das abschätze, ist noch sehr viel Unsicherheit. Wir sind ein kleiner Kreis, die sich von neonatologischer Seite primär mit dem monoklonalen Antikörper sehr beschäftigen und da sind noch viele Fragen offen. Und für die Impfung müssen wir im Prinzip erst Aufklärungsarbeit betreiben und zu unseren Partnern, den Geburtshelfern gehen und ihnen das erklären und ihnen sagen, dass das Sinn macht, die Eltern dahingehend zu beraten und das dann auch umzusetzen. Also da steht noch so viel im Vorfeld an To-Dos, sodass ich nicht glaube, dass wir in dem Winter, auch wenn es zugelassen ist, schon anfangen können. Ja, vielen Dank. Dann natürlich auch die Frage an Herrn Überler direkt so ein bisschen aus STIKO-Sicht nochmal, weil sie nochmal gekommen ist. Also verstehe ich das richtig, fragt eine Kollegin, dass in diesem Herbst dann zunächst gar keine STIKO-Empfehlung zur RSV kommen wird. Das ist richtig, ja. Wir erarbeiten gegenwärtig die verschiedenen Aspekte, die für so eine Empfehlung dann erforderlich sind. Das schließt unter anderem auch eine Transmissionsmodellierung letztlich ein. Das heißt, wir wollen verstehen, wie diese Impfstoffe dann letztlich die Verbreitung von RSV generell auch in der Bevölkerung letztlich beeinflusst und ob es das tut.
Und dann gilt es natürlich auch für verschiedene Indikationsgruppen, Risiko-Nutzen-Abwägungen durchzuführen. Und da ist natürlich insbesondere die Frage der Impfung von Schwangeren dann ganz entscheidend, wie wir ja im Prinzip auch schon gesprochen Dann ist noch eine Frage. Können Sie bitte, also wir können mal gucken, wer es am besten beantworten kann, noch näher sagen, um welche Impfstofftechnologie es sich bei dem neuen RSV-Impfstoffen handelt? Das, Herr Überler, Sie haben das eben auch schon mal haben. gesagt und Frau Brinkmann auch. Also vielleicht können Sie es noch mal ganz kurz. Also, das ist ein rekombinanter Proteinimpfstoff. Das heißt, da wird im Labor in einer Zelllinie gentechnisch das Oberflächenprotein dieses Virus, das heißt F-Protein für Fusionsprotein in diesem Fall, hergestellt. Und da stecken im Prinzip 20 Jahre Grundlagenforschung dahinter, indem man eben versucht hat, wie man welche Struktur dieses Oberflächenprotein, dieses F-Protein hat und wie der Mechanismus des Eintritts des Virus über dieses Oberflächenprotein in die Zelle letztlich funktioniert. Und dafür hat man dann dieses F-Protein so verändert, dass es stabilisiert ist in einer Konformation, bevor es im Prinzip letztlich mit der Zelle Kontakt hatte. Dass diese präfusionsstabilisierten Mutanten dieses Proteins, die da zum Einsatz kommen. Und Sie können sich das vielleicht wie eine Mausefalle vorstellen. Das F-Protein hat eine innere Spannung und wenn das Auslösesignal an der Zelle kommt, dann schnappt im Prinzip diese Falle zu. Und für den Impfstoff ist es jetzt wichtig, diese gespannte Mausefalle letztlich wieder nachzuahmen, sodass die Antikörper eben diese Strukturen dann auch wirklich angreifen können. Und nicht die, die dann nach dem Eindringen in die Zelle letztlich entstanden sind. Denn diese Antikörper sind dann meist wirkungslos. Also lange Entwicklungsarbeit, viele kleine Detailschritte, die jetzt eben zu diesen großartigen Impfstoffen mit dieser guten neutralisierenden Antikörperantwort geführt haben. Vielen Dank. Wir haben vielleicht auch noch eine Frage für die beiden Klinikerinnen und bei uns hier noch. Und zwar rechnen Sie für diesen Herbst und Winter auch noch mit Nachholeffekten nach der Pandemie? Also ich sage wahrscheinlich RSV, aber vielleicht auch jegliche Atemwegserreger, also vielleicht aus Ihrer Praxis mal. Also ich kann mir, Entschuldigung, Ja, bitte, sorry, Ladies natürlich, first. genau. Starten Sie jetzt gerne, Herr Resch, Frau Brinkmann startete eben. Danke. Ich kann mir vorstellen, dass es vielleicht noch ein bisschen früher beginnt, die Saison, aber dass es insgesamt wieder Richtung Normalität, sprich zu einem Gleichgewicht unter den verschiedenen Atemwegserregern gekommen ist und wieder der Höhepunkt, der Peak der Saison wieder dort sein wird, wo er die Jahre davor war. Das deuten viele epidemiologische Studien an und ich denke, dass das auch so sein wird. Aber ein etwas früherer Beginn ist für mich schon noch drinnen. Im Vorjahr war es ja massiv früher der Beginn. Ja, probieren Ja, ich glaube, so ähnlich sieht das ja in Deutschland auch aus. Das ist ja nicht so weit auseinander. Die Saison hat sich so ein bisschen verschoben, den Eindruck haben wir auch. Aber die Erkrankungs Zahlen, glaube ich, werden sich eher wieder in normalen Höhen bewegen, einfach deshalb, weil diese fehlende Exposition der Ein- bis Zweijährigen, die uns im letzten Jahr ja dann viel Probleme bereitet hat, weil da einfach eben auch viele eigentlich schon etwas ältere Kinder dann doch relativ schwer erkranken, das hoffen wir, sehen wir jetzt nicht mehr ganz so ausgeprägt. Ja, überall. Ja, ich sehe das, was RSV betrifft, ähnlich. Aber wir müssen auch sehen, dass eben das SARS-Coronavirus in der Poolposition gewissermaßen ist. Das ist das, was im Moment auch schon letztlich im Ansteigen begriffen ist. Das heißt, wir werden, glaube ich, zunächst sicherlich eine relativ viele SARS-Coronavirus-2-Infektionen bekommen, die hoffentlich nicht so schwer verlaufen aufgrund der immunologischen Erfahrung, die wir in den letzten 3 Jahren letztlich sammeln konnten durch Impfung oder Infektion. Aber ich glaube schon, dass dieses Jahr sehr stark nochmal von den SARS-Coronavirus-2-Infektionen geprägt sein wird. Oh, vielen Dank. Weil die Frage, also Sie haben sie eigentlich schon gerade ein bisschen beantwortet, aber die Frage kam jetzt nochmal explizit zur aktuellen Situation. Also es ist jetzt nicht besonders mehr, weniger, aber eine gewisse Verschiebung haben Sie jetzt schon beobachtet in den letzten Wochen, Monaten. Vielleicht nochmal, Frau Brinkmann, korrekt, konkret.
Also im Moment sehen wir zum Glück nur ganz vereinzelte RSV-Fälle. Das ist ähnlich, wie wir das vor der Pandemie auch kennen. Aber es ist ja auch noch nicht Oktober, wenn die Saison beginnt. Im Augenblick ist es eigentlich relativ nah an dem Prä-Pandemie-Niveau, was die RSV-Fälle angeht. Das andere ist noch ein bisschen vermehrt. Okay. Herr Resch, die Frage würde ich Ihnen gerne Ihnen stellen, und zwar, wofür braucht es die maternale Impfung, wenn es doch monoklonale Antikörper gibt? Also hier reden wir natürlich auch ein bisschen über Kosten wahrscheinlich einfach, aber können Sie das vielleicht mal etwas beschreiben? Das ist eine sehr interessante Frage. Wozu brauchen wir das? Prinzipiell ist das ein guter Ansatz für den Schutz in den ersten Lebenswochen. Und wenn so früh schon ein monoklonaler Antikörper gegeben werden muss, ist das je nach Geburtszeitpunkt vielleicht dann ein Problem für die Saison. Also es macht schon Sinn und es ist die natürlichste Form, eine Impfung und ein Antikörpertransfer diaplazental. Der monoklonale Antikörper ist bei nicht so impffreundlichen Personen beliebter, weil er sozusagen nicht eingreift und nicht etwas verändert. Aber er ist auch nur Passagier und wir bauen ihn ab und verlieren ihn dann wieder. Und nach einer Impfung bleibt immer noch mehr Schutz übrig. Und das ist, wie gesagt, eben der natürliche Weg. Die Kombination erscheint sehr interessant. Und ich glaube, dass wir so die Risikokinder, die Hochrisikokinder am besten schützen können. Also da macht der beidseitige Ansatz absolut Sinn für mich. Vielleicht eine Verständnisfrage von mir jetzt nochmal ganz kurz. Bei dem maternalen Impfstoff funktioniert der durch diese Maternalität quasi nicht letztlich auch wie ein monoklonaler Antikörper? Oder ist der schon als, also ist er keine aktive Immunisierung so gesehen? Also ist er eher passiv? Also ist der Schutz eigentlich. Das ist eigentlich auch ein passiver Transfer. Wir kriegen den neutralisierenden Antikörper von der Mutter und im Prinzip der monoklonale Antikörper ist auch nur ein Antikörper. Das ist schon richtig. Beim Kind produziert es, ist es immer eine passive Form der Immunisierung. Das ist Und schon richtig. einmal eben monoklonal und einmal polyklonal. Also einmal Genau. haben wir einen einzigen Antikörper, genau definierter Spezifität, und beim anderen Mal hängt es eben von der Immunantwort der Mutter ab. Super. Danke, ja. Wir haben noch eine Frage, und zwar können Sie noch einmal genau sagen, was innerhalb der Indikation für den neuen Antikörper heißt? Ist die Indikation anders als für den bisherigen? Ich glaube, das hatten Sie eben, Herr Überla, oder? Die Indikation, also die Zulassung für den neuen Antikörper geht über die Zulassungsindikation des alten Antikörpers hinaus. Wir haben jetzt eine Zulassung dieses neuen Antikörpers für alle Neugeborenen und Kleinkindern. Das heißt, das ist ein wesentlicher Unterschied, während vorher eben nur Risikokinder letztlich hiermit behandelt wurden. Genau, aber da dann nochmal die Nachfrage, Zulassung für alle, aber durch Empfehlungen letztlich eigentlich nur für Risikokinder möglich, weil der alte Antikörper nur für Risikokinder zugelassen ist. Oder, also Frau Brinkmann, Sie nicken, aber. Nee, nicht so ganz. Also das ist ja eine Grundsatzfrage, ne? Also die Studien, die Untersuchungen sind mit gesunden Neugeborenen auch durchgeführt worden. Bei denen hat das sehr gut gewirkt. Deshalb ist damit eigentlich gut belegt, dass man diese Gruppe damit sehr gut schützen kann. Nur dass man das kann, heißt aber ja nicht, dass man das muss. Also die Indikation, man kann, wenn man das macht, in dieser Gruppe kann man die gut schützen. Ob wir das wollen und ob wir das für alle empfehlen wollen, das muss ja nicht genau dasselbe sein. Und das ist mehr so eine Grundsatzfrage. Wollen wir alle Neugeborenen in der Saison vor einer RSV-Infektion schützen? Dann haben wir da jetzt eine Möglichkeit, wenn wir das so empfehlen wollen. Aber der Schritt ist noch nicht getan. Okay, das wäre jetzt ein bisschen meine Frage nochmal gewesen. Also wollen wir denn, aber das ist wahrscheinlich noch nicht abschließend zu beantworten, so wie ich das verstehe. Oder auch Herr Überla, Sie hatten das ja eben gesagt, was für Daten ausgewertet werden sollen, aber.
Oder recht Ja, schnell melden. das ist eben das, wo man noch kein, wo man, wo viele noch keine klare Meinung zu haben. Und das ist in einer gewissen Weise dann auch eine Einstellungssache. Da muss man eben jetzt auch einen Konsens letztlich dann finden und vielleicht auch die Argumente noch weiter austauschen. Und ich meine, wir haben jetzt den Antikörper ja auch noch nicht so lange und da kann man jetzt ja auch noch weiter Erfahrung sammeln mit diesem spezifischen Produkt. Der ist ja bisher auch erst letztlich nur vielleicht in 1500 Kindern letztlich auch auf der Sicherheit überprüft. Damit kann ich eben sehr seltene Nebenwirkungen auch noch nicht ausschließen, obwohl ich die überhaupt nicht erwarte bei dieser Art von Produkt. Aber trotzdem ist es eben etwas, wo man sich, bevor man das allen neugeborenen Kindern und Säuglingen empfiehlt, will man da vielleicht auch noch ein bisschen mehr Erfahrung letztlich sammeln. Wenn ich da vielleicht ergänzen darf, Palivizumab wurde millionenfach schon gegeben und von den seltenen Nebenwirkungen, wie zum Beispiel schwere anaphylaxoide Reaktionen, hat es 2 Fälle, soweit ich das Überblick gegeben. Also wir wissen von diesem Antikörper, dass er schon ziemlich sicher ist. Für die Gabe bei den reifen Kindern spricht das, wenn man ein Kollektiv anschaut, das hospitalisiert wird im Winter durch RS-Viren, sind es 80% junge Säuglinge und nur 20 bis 25% Risikokinder, die eine Frühgeburtlichkeit, einen schweren hemodynamischen Herzfehler oder anderes haben. Also das spräche schon dafür, dass man die Reifen im ersten Winter gut schützen kann, was bisher ja kein Thema war. Und das würde schon eine deutliche Entlastung der Spitäler, der Spitalsbetten und das alles bedeuten. Super, vielen Dank. Wir haben noch eine schnelle Frage noch bekommen. Gibt es schon eine Empfehlung in anderen Ländern? Vielleicht Herr Überler, Sie haben vielleicht den besten Überblick, weiß ich jetzt aber nicht, vielleicht auch die anderen Kollegen natürlich gerne. Also ich habe in meinem Kopf, dass USA relativ weit war, aber ob da jetzt eine konkrete Empfehlung ist, weiß ich jetzt aus dem Kopf auch nicht. Aber vielleicht wissen Sie da schon was. Ja, also da gibt es schon konkrete Empfehlungen, auch was die aktiven Impfstoffe letztlich für die Älteren betrifft. Die gibt es dementsprechend, ja. Okay, also USA hat Empfehlungen. Okay. Dann noch eine Frage: Können Schwangere und Personen ab 60 gleichzeitig die RSV-Impfung mit einer Grippe- und/oder Corona-Impfung erhalten oder sollte da ein zeitlicher Abstand erfolgen? Ist vielleicht auch zuerst an Sie, Herr Überlau, und dann natürlich. Ja, die können gemeinsam verabreicht werden. Macht auch Sinn, um im Prinzip das effizient zu gestalten. Und dann vielleicht noch an zusammenfassen, hier, weil wir öfters auch die Seniorenfrage jetzt hier nochmal kriegen. Also wann ist ein geeigneter Zeitpunkt für die RSV-Impfung von Senioren? Da würde ich die vielleicht zwei Pädiater auch mal ganz kurz ausnehmen. Also vielleicht nochmal kurz an Sie, weil der die Daten vielleicht am besten kennt, aber nicht, weil Sie ein Senior sind, sondern. Ja, also da würde man eben auch zu Beginn der Saison letztlich ähnlich der Grippeimpfung dann eine RSV-Impfung letztlich vorsehen. Auch hier sieht man eben eine starke Altersabhängigkeit der schweren Verläufe. Das beginnt jetzt so ab 60, 65 aufwärts an dann Sinn zu machen. Dementsprechend ist das jetzt aus individueller Sicht und aus meiner persönlichen Einschätzung durchaus ein sehr nützlicher Impfstoff. Und nochmal einmal eine Nachfrage, doch nochmal kurz zu der Länderempfehlung. Frage kam: In europäischen Ländern gibt es keine Empfehlungen. Ist das irgendjemandem bekannt oder nicht bekannt? Also Spanien hat sich, glaube ich, relativ weit aus dem Fenster schon gewagt und hat es empfohlen. Und ich Also glaube, Italien auch. ja, genau. Also da sind schon ein paar, sind auch ein paar ähnlich zurückhaltend wie Deutschland. Aber genau die beiden fallen mir auch ein, die da recht offensiv waren in der Empfehlung. Also Spanien und Italien, okay. Spanien insgesamt auch eine sehr, sehr umfassende Impfempfehlungen auch in anderen Bereichen hat, auch für Corona-Impfungen flächendeckend und so weiter.
Wir haben noch eine Frage, was genau, das wurde am Anfang so ein bisschen schon mal thematisiert, aber vielleicht nochmal kurz erklären, was genau macht ein RSV so pathogen für immunnaive Personen? Also gerne vielleicht auch aus der Kinderperspektive vielleicht erstmal, also was ist vor allem bei den immunsupprimierten Kindern so das Problem? Und vielleicht dann gleich nochmal auf die Senioren einzugehen. Also Herr Resch gerne zum Beispiel. Das RS-Virus bleibt oder wird nicht ausreichend eliminiert bei immunsupprimierten Patienten. Und wir haben ein langes Virus-Shedding und eine lange Phase, wo der Organismus und das Immunsystem mit RS-Viren zu kämpfen hat. Und das führt zu sehr schwerwiegenden Infektionen. Es ist sicherlich ein geringerer Anteil von den ganzen Risikokindern. Bei den anderen spielt die Hämodynamik und die pulmonale Morphologie, die Kleinheit der Lunge, der Atemwege, die veränderten Atemwege, die veränderte Zirkulation bei einem Herzfehler eine Rolle. Dank. Frau Brinkmann, Zum ich. Alter vielleicht, es spielt letztlich auch die sogenannte Immunseneszenz dann eine Rolle, wo eben die Immunkompetenz etwas abnimmt und das führt dann eben auch wieder zu länger anhaltenden RSV-Infektionen bei Älteren, die dann eben auch zu Entzündungsreaktionen mit den typischen schweren Infektionsverläufen dann führt. Da vielleicht auch ein bisschen angrenzend wäre so die Frage, ist ein Kollege fragt hier noch, ich erinnere mich an Studienergebnisse, wonach die Pathogenität steigt, je länger der letzte Antigenkontakt zurückliegt. Ist das noch der aktuelle Stand? Also vielleicht, Herr Überla, weil Sie gerade dran waren, Also vielleicht. es ist plausibel, aber ich kenne die, ehrlich gesagt, die Studiendaten dazu nicht. Okay. Das würde erklären, warum wir nach der Pandemie jetzt tatsächlich so eine große Welle der Infektionen auch bei Älteren und Erwachsenen erlebt haben, die, glaube ich, auch über das normale Maß etwas hinausgingen, vielleicht eben auch, weil da dann 2 Jahre Training in Anführungszeichen fehlten. Vielleicht kann man auch, wir beobachten ja wiederholte Infektionen, ungefähr 0,5% von Infektionen sind Reinfektionen in derselben Saison. Das wäre jetzt sozusagen ein kurzer Abstand und die Infektion verläuft dann gleich schwer zum Beispiel und es bedarf wieder eine Hospitalisierung, aber sie verlaufen dann nicht schwerer, obwohl es in derselben Saison die Reinfektion bei einem Hochrisikokind passiert ist. Wir sind zwar schon fast am Ende, eigentlich sind wir schon am Ende, aber ich würde gerne noch zwei, drei Fragen, die ich noch wichtig finde, noch gerne mitnehmen. Und zwar, wir hatten das eben schon mal thematisiert, die Impfbereitschaft an sich. Also jetzt haben wir zwar auch neuen Impfstoff und neue monoklonale Antikörper, aber die Impfbereitschaft bei uns Deutschen ist ja freundlich ausgedrückt, ein bisschen zurückhaltend. Da wäre jetzt die Frage, was braucht es jetzt eventuell noch, wenn wir jetzt auch mal ein Jahr weiterdenken und es ist eine STIKO-Empfehlung vielleicht da, aber wie kriegt man jetzt, sagen wir mal, diesen Impfstoff? Blöd gesagt, halt auch in die Patienten rein vernünftig. Also, was muss da jetzt an Aufklärungsarbeit vielleicht noch erfolgen? Also, starten wir gerne mit Frau Brinkmann und dann. Also ich glaube, für den maternalen Impfstoff müssen wir ein ganz, ganz, ganz klares Sicherheitssignal, also ein Signal der Sicherheit haben, dass das wirklich ein absolut sicherer, verträglicher Impfstoff ist, der in keinster Weise Mutter und Kind gefährden kann. Sonst wird man das, glaube ich, gar nicht gut in die Öffentlichkeit bringen können. Für die monoklonalen Antikörper, glaube ich, müsste man auch noch mal für die Bevölkerung, für die werdenden Eltern das gut erklären, dass das einfach eine Erkrankung ist, die zwar häufig ist, aber eben doch bei einem Anteil zu schwereren Verläufen führt. Das ist nach der letzten Saison, glaube ich, vielen Eltern sehr bewusst geworden. Das ist aber ja auch etwas, was wieder zum Glück ein bisschen in den Hintergrund gerät, wenn wir jetzt das nächste Mal das nicht mehr so ausgeprägt sehen. Und dann muss man wie bei anderen Impfungen, die man neu einführt, glaube ich, dass die Vorteile und die Risiken sehr gut erläutern. Da will ich vielleicht Herr Resch Sie noch mal kurz dazu holen, weil Sie es eben schon erwähnt haben. Eigentlich müssen Sie ja auch bei den Gynäkologen auch vor allem andocken bei der maternalen Impfung. Also. Das ist schon richtig, da müssen wir ansetzen. Und wir müssen sagen, wollen Sie Ihr Baby schützen vor einer schwerwiegenden Atemwegsinfektion? Slogan, schützen Sie Ihr kleinstes, Ihr junges, schutzbedürftiges Kind optimal. Also ich versuche da schon sozusagen einen Werbeslogan zu produzieren. Aber ich denke, das ist der Punkt.
Das wollen wir ja. Interessant ist, wenn ich einer Mutter gesagt habe, mit dem alten Antikörper bei Risikokindern, das Gesundheitssystem zahlt 5000 Euro für ihr Kind, damit es geschützt ist über den Winter, dann war kein einziger, der auch Impfgegner sonst war, dagegen, weil das als Geschenk gerne angenommen worden ist. Wird der übernommen und sagen wir den Eltern jetzt zum monoklonalen Antikörper, der schützt gut und wir verhindern damit schwere Hospitalisierungen und schwere Krankheitsbilder und das lässt sich der Staat was kosten, ist sicherlich Bereitschaft da. Selbstkostentragend wird das ganz schwierig und einfach nur die Impfung in der späten Schwangerschaft, wenn ich mir die Influenza anschaue, mit sowieso den so niedrigen Durchimpfungsraten in der Normalbevölkerung und dann die noch niedrigeren Raten und abnehmenden Raten bei den Schwangeren, mache ich mir da ziemlich Sorgen, dass das irgendwie angenommen wird. Vielen Dank. Wir haben vielleicht noch eine kleine Nachfrage nochmal zur STIKO, vielleicht eine Überlage nochmal. Wird sich die STIKO auch nicht zu dem Antikörper äußern? Oder tut sie das überhaupt in diesem Also, Fall? prinzipiell werden wir uns zu dem Antikörper äußern, aber jetzt nicht akut. Super, vielen Dank. Dann, wie gesagt, weil wir jetzt leider schon ein bisschen am Ende sind und ein bisschen schon überziehen, würde ich gerne auf, wir haben noch ein, zwei Fragen übergehabt. Sorry an die Kollegen, aber Sie können sie auch notfalls bestimmt nochmal reinreichen und wir können die auch gerne nochmal an die Kollegen auch weiterleiten, wenn Sie möchten. Ich würde gerne Ihnen allen aber nochmal kurz die Abschlussfrage in dem Sinne stellen, dass Sie vielleicht nochmal auf diesen Herbst und Winter jetzt einfach blicken und sagen, inwiefern oder aus Ihrer Sicht es, sagen wir mal, genug Schutz für RSV schon gibt, inwiefern er eingesetzt werden könnte und einfach wie Sie so den nächsten Herbst und Winter sehen, ohne eventuelle Empfehlungen. Vor allem, das ist natürlich der andere Hintergrund. Also was nutzen Sie jetzt eigentlich im Herbst und Winter und was nutzen Sie nicht und was, wie sehen Sie ihn? Vielleicht mache ich es mal so rum, Folge bringt man vielleicht gerne zuerst Sie und dann wandern wir einmal rum. Ich beantworte gerade noch eine Frage. Vielleicht jemand anders gerne erst. Ja, dann Herr Rechen, glaube ich, gerne. Für die Saison, was wir jetzt empfehlen oder was wir uns wünschen, meinen Sie? Genau, also was so Ihr Ausblick für den Herbst und Winter ist. Ich denke, dass wir für diesen Herbst wieder das Krankheitsbild in Erinnerung rufen. Die RSV-Bronchiolitis geht ja über den Sommer immer in Vergessenheit, weil es eine saisonale Erkrankung ist. Eine Problematik, die wir bei allem beobachten, dass wir immer wiederkehrend darüber aufklären, dass wir immer wieder sagen, bei den Risikokindern, jetzt fangen wir mit der spezifischen Prophylaxe an. Dann immer die Frage, fangen wir jetzt schon an? Ist es im Oktober oder November? Und das wird für diesen Winter gleich bleiben. Es ist vertrautes Gelände für alle Pädiater, wenn wir mit Palivizumab arbeiten. Und es muss ganz klar vorgegeben sein, wie wir mit dem neuen Antikörper arbeiten werden. Und es hat keinen Sinn, auch wenn es das gibt, dass Einzelne sagen, wie ich würde und ich sollte man und ich gebe schon. Es macht keinen Sinn, wenn nicht die Experten sich dazu klar äußern und klare Empfehlungen brauchen dann die Niedergelassenen, um das Medikament dann zu verabreichen. Herr Überlager, ganz gerne noch. Ja, also ich denke, dass wir eine Expertenstellungnahme im Rahmen der ABMF zu der Verwendung der Antikörper letztlich bekommen werden, sodass von der Seite eben dann auch die Niedergelassenen eine entsprechende Guidelines dann an der Hand haben, auf die sie sich beziehen können. Da sind auch Mitglieder der STIKO letztlich an der ABMF-Leitlinie beteiligt gewesen. Und dann sehe ich eben die Anwendung im Wesentlichen des Antikörpers, wie Herr Resch das auch im Prinzip schon ausgeführt hat, bei den bisherigen Risikokindern. Ansonsten kann ich mir noch auf einer individuellen Basis sehr gut die Anwendung der aktiven Impfungen bei Senioren letztlich vorstellen, insbesondere bei Senioren, die bereits vielfältige Komorbiditäten und ein großes Risiko aufweisen. Da ist auf individueller Basis sicherlich dann auch eine Impfung zu empfehlen.
Verbringt man natürlich noch. Also ich würde mir wünschen, dass wir in dieser Saison etwas besser vorbereitet auch gehen als in die letzte, wo wir dann doch enorme Zahlen von Patienten zu bestimmten Zeiten nicht mehr gut versorgen konnten. Und da trägt sicher eine gute Aufklärung der Bevölkerung bei und alle Bevölkerungsgruppen, die wir sinnvollerweise impfen können, tragen natürlich auch dazu bei, dass Infektionen nicht weiter verbreitet werden. Ich glaube, das macht Sinn, jetzt nochmal zu kommunizieren, dass es zwar nicht mehr eine Corona-Pandemie ist, dass wir aber trotzdem saisonal jetzt sicher wieder viele, viele Infekte sehen werden und dass es Sinn macht, jetzt rechtzeitig die Risikogruppen zu schützen und dass wir dafür bessere Möglichkeiten haben als noch in den Vorjahren und die auch nochmal bekannt machen sollten, damit sie genutzt werden. Klar, vielen Dank an Sie alle drei und natürlich auch an alle da draußen, die eifrig Fragen jetzt auch gestellt haben. Ich hoffe, es konnten viele beantwortet werden und ich hoffe, das Thema wird uns natürlich auch noch weiter begleiten im Herbst und Winter und spätestens übernächstes Jahr oder nächstes Jahr, wenn wir dann die STIKO-Empfehlung haben, sicherlich auch noch mehr. Aber auf jeden Fall danke, dass Sie alle da waren und sehr gerne natürlich bis zum nächsten Mal. Also, machen Sie es gut. Danke, Wiedersehen. Danke, Wiedersehen. Wiedersehen.